So, auf los geht's los. Die finale Form-Kampagne geht weiter. Und zwar auf legendär. Ah, schon eingestellt. Das ist ja eigentlich alles drin, warte mal eben. Eine Herausforderung wartet. Legendär. Abreibungsradar wird deaktiviert. Verzinkt. Vielzahl und Pestilenz. Okay. Am Power-Level steht ja eh nicht dran. Hä? Oh. Ne, da steht gar nichts. Nichts mit Schilden. So, ich starte mal. Gucken, was uns da erwartet. Wir müssen Kree ja noch, wenn. Die Kree will noch gefunden werden. Achso, jetzt, weiß gar nicht. Jetzt eigentlich, mit dem Cut hier von der neuen Waffe hier. Roter Tod kann man jetzt nichts mehr weiter, glaube ich. Ja. So, neue Mission. Versuchung. Fühlt sich komisch an, wieder auf dieser Seite des Funkkanals zu sein, wie in guten alten Zeiten. Krähes letzte Übertragung kam also kurz bevor ihr aufgetaucht seid. Du hast doch gesagt, er und Glint kundschaften aus. Stimmt, er hat eine Art Anomalie gemeldet und meinte, dass er sich in der Nähe umsieht. Ich finde, dass wir etwas mehr auf Direktangriff setzen sollten. Der alte Turm. Sieht so viel schöner aus als früher. Da ist wieder der Greif. Falke, Mann. Habe ich dir jemals von der Jägervorhut von mir erzählt? Sein Name war Andal Brask, er war mein Mentor. Guter Schütze, mieser Spieler. Aber wir hatten diese nette kleine Wette darüber, was sich im Reisenden befinden würde. Ich sagte ihm, da ist nichts. Worauf Andal natürlich sagt, na dann wette ich auf alles. Alles. Ah, ein Glückstreffer. Das Innere ist ein Abbild des Äußeren. Man sieht einige Dinge, die man wiedererkennt und einige, die man nicht kennt. Betrachtet alles als real. Es sei denn, es ist nicht real. Aber ich garantiere, die Schattenlegion vor uns ist es. Aha. Die Schattenlegion ist hier. Welch ein Zufall. Rekrutiert hat. Das ist wieder so ein Prisma-Heini. Musst du mal eben, ist hier irgendwo ein Feld hier irgendwo? Okay, da ist irgendwie. Pyramiden. Okay. Ja, wie gesagt, wenn man das Prisma ausrüstet als Fokus, ist natürlich geiler, aber. Naja, was war hier? Das ist nicht angegeben. Das ist eine Höhle. Nein, nicht einfrieren, genau in dem Moment, wo ich Granate werfe. Oh, stimmt da. Ist der nicht? Ich würde sagen. Achso, danach ist er wieder aufgeladen. Ah, okay. Das ist
cool. Mann, du. Hallo. Alles eingefroren. Umgebracht da irgendwie. Ja, der hält gut was aus. Definitiv. Reicht doch auch gleich mal, ne? Immer noch? Nein! Nein. Ach, ja, auch finishen können. Pennt schon ganz weit hier. Hinten war eine Höhle. Oder so ein Durchgang hier, da, guck mal. Da. Da können wir irgendwie nicht rein. Kann man da vielleicht mit dem Licht durch da irgendwie? Ne. Gut, dann muss da wahrscheinlich irgendwann das nochmal aufgemacht werden irgendwie. Gehen wir mal weiter. Aufladen? Ach, egal. Egal. Der Vogel aus unserer Vision. Das kann kein Zufall sein. Folgen wir ihm. Ja. Clint, wo steckt der Kleine? Ich versuche euch schon seit Stunden über Funk zu erreichen. Weg! Was zum Teufel meinst du mit weg? Die Anomalie, die wir untersucht haben, es ist ein Konstrukt der Dunkelheit, denke ich. Ein Höhleneingang. Es fühlte sich falsch an, als gehöre es nicht hierher. Ich bat ihn nicht hineinzugehen, aber du kennst ihn ja. Erst wollte ich folgen. Ich wollte... Die Barriere, der Ort, die Höhle. Alles unüberwindbar für mich. Nein. Bleib, wo du bist. Wir finden einen Weg dadurch. Drei Dinger hier. Ich höre Flugzeugchen. Alles nacheinander. Oh ja, da hinten. Fliege. Also. Schwer, das ist doof. Hier vom Kopf. Jetzt erst ein bisschen Pyramiden jetzt wegfeuern oder was da hinten oder was? Was müssen wir mit den Pyramiden machen? Ja, was soll. Da haben wir den Weg dahin ja schon ein bisschen freigeschossen. Ich renne da mal eben nicht rein. Irgendein Totenkopf oder sowas. Diese Sperren kontrollieren die Barriere zwischen uns und Krähe.
Tate? Eine Idee? Ich war nie gut im Rätseln. Das war immer eher Ikoras Ding. Ah, dann kommen wir hier. Ja. Oh, warte. Ich denke, diese besessenen Psions könnten eine Verbindung zu dieser Scheibe haben. Ja, irgendwann, irgendwie. Wann? Keine Ahnung. Einmal habe ich auf jeden Fall eingesammelt. Ja, steht was, ne? Psion, Erkenntnis mal 4. Das war's. Ah, okay. Siehst du noch weitere Scheiben in der Nähe? Bestätigt. Der Hüter wird sich darum kümmern. Ja, zum nächsten. Ah, Kacke, da geht's da runter. Bitte beeil dich, Hüter. Krähe hat niemanden, der ihn zurückholt, wenn er fällt. Clint, das ist nicht deine Schuld. Er ist mein Hüter. Das ist egal. Meine Verantwortung. Und du bist Phase hier. Ich weiß, geil, dass man sich sieht, wenn hier rüber geht, dass man aber da runter geht. Du musst erstmal untertauchen, bis Hilfe eintrifft. Ach, der hat ja Dings wieder. Moment. Verdammt viel aus. Hat nichts drauf, so droppt für mich. Keine extra Rüstung oder so. Das ist ja wieder blöd. Ich hätte gerne mal ein bisschen mehr wieder Drops zu holen. Was ist das hier? Hat auch nichts gedroppt? Oh, der hat auch nichts gedroppt, du. Psion-Erkenntnis erforderlich. Das heißt, wir müssen wir Psione abschießen. Irgendwo. Ich sehe keine. Sporn erst später, oder was? Weiß gar nicht, wie viel man braucht. 4 oder? Okay. Ja, ich habe auch nochmal 2. Also immer rein danken, okay. Ja, dreht es immer weiter, okay. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Zurück. Jetzt muss ich hier hindrehen, zu diesem Punkt hier, glaube ich. Das leuchtet. Dann müssen wir nach rechts, nach links meine ich. Also müssen wir nur auf der einen Seite das machen, oder was? Ja, nur auf der einen Seite. Einer fehlt, einmal fehlt noch. Links. Da. Ich dachte, jetzt soll hier jetzt hin. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Ich mach nochmal links. Ich weiß nicht, was das soll. Hä? Also hier leuchtet es einmal. Ja, und hier. Aber hier ist der große Leuchter. Aber ich, dann machen wir erstmal ganz nur links. Meist mal ganz einfach nur links. Ja, aber da waren wir doch eben schon. Ja, ich
weiß noch nicht, wie viel man braucht. Ob man viel braucht oder... Genau, probier mal. Okay, jetzt ist es 6. Ja, ich weiß nicht, wie viel man braucht. Keine Ahnung. Ja, stopf mal irgendwo rein. Das ist noch eine Zeit dran. Wie willst du denn auf 7 kommen? Dann machen wir auf 7. Also hast du eben 6 gehabt, oder nicht? Auf 5. Okay. Du das mal eben. Nimm am besten eine Waffe, die nicht kein Splash Damage macht. Hier sind wieder welche hier. Ja. Einmal in der Höhle hier und einmal hier unten. Und jetzt nur mit einer Waffe. Nicht wieder mit der Sonnenschuss machen. Unten hier sind die welche hier. Unten. Hier sind welche. So, und jetzt. Ja, jetzt stopfen wir rein. Aber rechts rein stopfen. Ne? Ah ja, das funktioniert. Hast recht. Da wo es leuchtet. Na, der große, ja. Boah, jetzt mal die Leute wegschnübeln hier. Müssen wir erstmal den Gegner hier wegschießen. Wo willst du denn hin? Ja, da haben wir gleich zu viele Gegner am Arsch. Lass sie erstmal wegschießen. Mitte ist immer noch da. Jetzt 2. Ne, ist ja falsch. Ne, wir müssen noch einen weiter. Fuck, falsche Richtung gemacht. Ich mache hier mal eben weiter. Warte mal, ich brauche ihn jetzt. Ja, ist falsch. Also, ich brauche jetzt hier 1, 2, 3, 3, 3, 3. Das war falsch. Jo! Ich bin so dumm. Egal, ich mach da weiter. Nerv. Das hätten sie auch mal eben anders einfach lassen können, ey. So, jetzt. Jetzt sind die ausgelöst. Vorher nämlich nicht. Also muss einmal die erste Auslösung machen, wo das eben drauf war. Das, was leuchtet halt, ne? Und da muss das Ding komplett aus sein. Ja. Ja, genau. Wow. Also, oh. Falsch schon die Sachen reingedrückt. Boah. Das klappt schon irgendwann. Oh, das ist noch wie so ein Dicker hier. Oh, er hat's droppen lassen. Schön, schön, schön. Also hier, wenn er hier reinstopft, dreht er sich rechts rum. Das heißt, wir müssen noch nach links rum. Zweimal. Zwei nur. Warte, ich mach's mal eben. Das war's schon. Was drauf? Ja, jetzt nochmal zweimal.
Warte. Einmal noch. Warte, ich schieße mit meinen ab. Irgendwo. Da unten. So. Ja. Jetzt habe ich ihn gekriegt. Das Kate, kann ich was denkst du über den Vogel, der uns zu Glint geführt hat? Oh, ist er höher. Naja, scheint mir ziemlich einleuchtend zu sein. Sollte dir eigentlich auch klar endlich sein. Endlich höher Level-Dinger hier. Die Frage ist doch, warum es keiner ausspricht. Ich tue es. Muss freischalten hier. Der Reisende. Er hilft uns. So. Jetzt war er. Noch ist er nicht so schwierig. Also noch ist er... Okay, wenn man immer wieder Einstieg hat, ist er gut, aber... Kommst du? Achso. Okay. Gesehen. Misch ordentlich auf, Hüter! Ich will jetzt mal weg wieder. Ich hole erstmal ab. Komm weg. Nicht dahin. Habe ich nicht gesehen, dass da so ein Banner zu stellen ist. Nein. Ja. Müssen wir die Bubble? Ja, müssen wir wegschießen, wa? Da kommen wir dann nervig. Ja, ich weiß. Schon gesehen. Ich renne mal kurz weg. Jo, deswegen renne ich mal eben weg. Schon weggekickt, ja, aber in die richtige Richtung war schon mal gut. Ja, die müssen erstmal irgendwie wegfeuern da. Dann probiere ich dann da unten eine Granate reinzuschmeißen. Das ist ja natürlich was gut, was hier gegen Fäulnis ist. Warte, ich mir mal kurz meine Granate. Moment. Oh, shit. Genau da ist es schlecht. Da ist richtig schlecht. Und weg, 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 gleich weg. Ja, ist gut. Müssen wir erstmal einspielen. Kann auch sein, dass wir öfters mal sterben. Also, naja, gut. Ist ja alles neu, ne? Müssen wir erstmal klarkommen hier. Gucken, was wohl Sache ist. Da. Ja, meine Granate ist jetzt da. Ich kann es gerne reinfeuern da unten aus der Kugel. Was hast du für eine Suche? Ja, sonst setzt sie ein und rein da. Ja. Warte, ich schmeiß mal jedenfalls die Granate wieder rein. Das war zu früh. Oh, mein Fenster geht leer aus. Oh, oh. Denn jetzt hin da? Ja, ja. Also hier, dann wieder zurückziehen am besten. Naja, okay, wir haben nur Zeit. Ist ja egal. Kann er warten. Also. Es gibt auch hier eine Waffe, die Fäulnis durchdringen kann, oder nicht? Ist das nicht die Dornen oder so? Oh, Fliegeviecher wieder hier. Mal eben nach, wie das mit Dorn abgeht. Mal klar, Moment. Ich guck mal eben, was mit Dorn geht. Ja, geht.
Viel besser dann, ne? Nicht drauf gehen, ne? Kann ich nicht mehr wiederholen. So, wieder zurück. Jetzt war fast weg, aber erstmal wieder zurück am besten. Eins kommt gleich da. Okay, super. Ja, super, super. Gut, also einfach mal zu Dorn wechseln, sonst wechsle ich mal wieder zurück. Der Hüter wird uns grünes Licht geben. Ja, nice. So, gut. Das wäre gut, ey. So, das sind, glaube ich, immer drei Akte immer jedes Mal, ne? Da kann nicht sein infundieren, dann kann das gleich wieder weg. Der Dreck. So, dann gehen wir weiter, wa? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Weiß nicht. Da ist auch was runtergefallen oder so. Kann auch passieren. Na gut, wenn man über die App mal eben guckt, vielleicht irgendwas an der Poststelle. Da ist irgendwas irgendwo hingeflogen. Hüte. Warlock. Poststelle. Nö, ist nix. Da ist nichts gelandet. Okay, hast alles, ja. Das ist schon 1925er Loot, ich noch lange nicht. Das ist, wenn man erstmal Drop-Glück ist nicht da, aktuell. So Mist aber auch. Lichtbrechung. Hier. Oh, oh. Jetzt kommt der Big Boss. Dieser gefallen. Nee. Ja, da muss man halt eben, darf man nicht mehr nach vorne gehen. Das ist echt so. Keine Chance. Immer hinten bleiben. Ja.
Sack. Also immer, ja, zurückbleiben und immer Rift setzen und Granaten hinschmeißen und immer sie aufladen an dem Punkt. Ich weiß nicht, ob Explosionssachen überhaupt gut sind hier. Also. Ja, weiß ich nicht. Poliens aus, wie gesagt, genau, dann später noch mal switchen, dass hier nichts wird. Nicht so tragisch. Ja, geht an sich da hinten dann hier nicht bewegt, ist alles super. Ich sehe sie nicht. Ich sehe den Boss nicht. Ja. Ich schmeiße mal Granaten, glaube ich, hier defensiv und so. Ja. Oh! Was ist das denn schon wieder? Ach man, den fast gehabt, ey. Ja, das ist echt gut time, ey. Ich hätte jetzt echt die ganze Zeit schön die Granaten schmeißen können, ey, und dann verkackt. Oh, vorbeigeworfen. Naja. Hätte ich mal ein bisschen mehr schießen sollen hier. Hab ich aber nicht. Ich glaube, ich mal hier in Deckung bewegen hier. Nicht, wo hier die beste Position ist. Also hier kann ich mich zwar immer wieder aufladen, aber das ist es hier auf jeden Fall nicht. So.
Was war das? So. Schon wundert eben, ist ja her, was ist denn jetzt los? Ich meine, ich stelle jetzt wieder unseren Gegner oder so. Ja, das dauert ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen anderen, was anderes reinnimmst. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Sehr viele Granaten hier. Und dann, wenn diese Eisscheiße kommt, müssen wir halt wegrennen. Und zwar in unterschiedliche Richtungen, dass nicht beide drauf gehen. Das sind ein Gramm, das würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Oh, sind vier Splitter, Achtung. Warte, erstmal. Ich weiß nicht, was ich gekriegt habe, keine Ahnung, ich habe nichts genommen. Das ist mal hier, klar, komm hier. So, jetzt nehme ich die Kiste. Sturmgranate und Verbrennerschnipsen. Ja, okay. Ja, also das gleiche, ja. Das gleiche. So, jetzt kommt noch ein Akt, oder was? So, ja, hab ich schon erledigt. Mir fehlt immer noch eine Powerwaffe hier, das fehlt mir noch. Naja, das ist noch ein langes Gelevel. Das dauert noch. Ja. Das ist ja das Doofe immer. Es fehlt dann auf einmal irgendwas. So, machen wir weiter hier. Das muss es sein. Lind hat recht. Das fühlt sich krebsartig an.
wie eine Fäule. Aber es ist irgendwie anders. Ich. Was ist das? Ein Einschnitt. Hüter. Du wurdest in ein endloses Leben der Knechtschaft gedrängt. Er ist in meinem Bewusstsein und versucht mich um die Hülle reingegangen. Lasst uns euch von diesem Architekten eure Versklavung befreien. Nein! Geschafft! Ich habe ihn abgeschüttelt. Ihn verdrängt. Das spielt keine Rolle. Unsere Stimme wird ausreichen. Hier musst du hoch. Wo bist du? Schon mal wundert. Hä? Wo geht der hin? Also hier ist ja das Krebsgeschwür vom, was der Zeuge hier geknatscht hat, den Hüter. Oh oh. Jetzt mal gucken, ob ich auch mal Banner stellen kann. Dieses Diorama. Nur eine Nachbildung. Ein Zeugnis der Loyalität. Ein Ausdruck der Sehnsucht. Krähe. Wir sehen sein Herz im Krall. Wir hören es mit dem seiner Zwillingsschwester schlagen. In der finalen Form boten wir eine Vision ihres Stolzes. Von euren Freunde blicken zu ihm mit Vertrauen. Doch so wie ihr, wählte er den Schmerz. Du hast die Dunkelheit benutzt, um Krähes Erinnerungen auszunutzen? Und das Licht, um ihnen eine Form zu geben. Seht ihr nicht, wie schön alles sein könnte? Da probiert ja jemand was zu beeinflussen hier, aber ist auch zwei Gesichter hier. Zwei Nasen. Die Supernasen. Wo hoch? Da hoch? Also hier. Das sind mehr komische, freakige Köpfe. Ist das der Walla? Wir boten an, Prinz Aldrins Makel aus der träumenden Stadt zu töten. Krähe, die Herrschaft über das Riff, die Erwachten und alle anderen Sterne zu gewähren. Aber er wählte den Schmerz. Okay. Also hier von aus ist erstmal so ein bisschen hier die Story vom Zeugen hören jetzt gerade, diese Beeinflussung, und dann kommt bestimmt nochmal ein dicker Boss. Mein Tipp. Müssen wir noch runter? Er würde der Versuchung widerstehen, so wie ihr. Das Materielle immateriell sein. Nur ein Sinn kann sein Herz heilen. Und er glaubt, dass seine Leidensfähigkeit dieser Sinn ist.
Daher seine totale Unterwerfung vor euren Reisenden. Dieser Glaube wurde euch eingeimpft, in euch konditioniert. Er lässt sich ablegen. Lord Saladin mit seinen Wölfen. Da! Ah. Vor uns! Krähe! Krähe? Psst! Hört mal! Der rote Augen! Ich habe diese verhüllten Statuen schon mal gesehen. Ihr auch. Sie flüstern etwas, aber ich kann es nicht ganz verstehen. Ignorier sie einfach! Du solltest draußen warten. Dieser Ort ist... Ich weiß nicht, welche Auswirkungen er auf dich haben wird. Er hat recht, Glint. Ist mir egal. Er hat nicht das Recht, das für mich zu entscheiden. Wir sollen als Team arbeiten. Hüter und Geist. Dafür hat der Reisende uns erschaffen. Tut mir leid. Lass mich nie wieder zurück. Versprich es. Versprochen. Errichten wir draußen ein Lager. Kate ist nicht weit. Natürlich nicht. Ist es dir gelungen, ihn zu erschrecken? Du und der Hüter braucht bessere Stiefel. Naja, vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Tada, zwei Missionen erledigt. Sehr schön. So, war auch noch ein bisschen Mission sich selber beendet. Nicht, dass da irgendwas buggt oder so. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Loot jetzt irgendwie. Ein bisschen, ja. Hä, was ist denn hier? So, wir müssen ja nochmal zu Hawthorne gehen. Fällt mir gerade so ein, vielleicht die noch ein paar kleine Gramme über vom letzten Mal. Hey. Ah, gibt's wieder Fehlermeldung? Na, mal gucken. Klack, klack. Klack, klack. Dimitri, neue Lore entdeckt. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist, als wären diese Höhlen der Dunkelheit physische Manifestationen des Zeugen. Eine Infektion, die sich ausbreitet. Und sie sprachen mit dir? Ja, sie lockten mich. Der Zeuge weiß, was wir denken und fühlen. Er verspricht, alles wahr werden zu lassen, als Teil der finalen Form. Hör zu, was auch immer der Zeuge mit dem Reisenden macht, unsere Geister spüren es auch. Es breitet sich aus. Ikora hat sicher einen Rat. Keine Bange, Kleiner, wir finden sie. Selbst wenn wir uns den Weg freiballern müssen. So einfach wird es nicht sein. Manchmal ist es das. Wir sollten uns zurechtfinden. Konzentrieren. Genau. Und jetzt? Nee. Ah. Neue finale Form. Geist konsultiert. Berate mit Geist in Zuflucht. Ah, hier. Bin ich froh, Krähe und Glint wiederzusehen. Diese Höhle, wo wir ihn fanden, wo der Zeuge Besitz von mir ergreifen wollte,
Ein so bösartiger Ort im Reisenden wirkt frevelhaft. Es war nicht bloß Dunkelheit. Sie wurde vom Zeugen neu geformt. Korrumpiert. Kein Wunder, dass wir ihn dort sahen. Wenigstens beschützt uns das Licht des Reisenden hier draußen noch. Jedenfalls so gut wie möglich. Meine Hülle. Keine Sorge. Es ist halb so schlimm. Der Zeuge hat sie bloß angeknackst. Wir fallen hin und stehen wieder auf. Hab ich recht, Hüter? Hör zu. Die anderen haben unweit von hier einen Ort entdeckt, der dem Sattel auf Io ähnelt. Das dürfte gewiss einen ganz bestimmten Warlock interessieren. Aha. Oh, hier eine Waffe. Mit 125 der Rufpistole. Aha, du hast ja 32. Hör dir die Funkübertragung in der Zuflucht in Ruhe an. Das machen wir jetzt auch nochmal eben. Das ist das Signal der Helm. Mara, wir können dich kaum hören. Ich versuche, die Verbindung zu verstärken. Krähe? Kannst du mich hören? Sie kann uns nicht hören. Ich arbeite daran, das Signal zu verstärken. Das Portal ist nach wie vor instabil. Und der Feind hat den Weg hinter dir versperrt. Die Abscheulichkeiten, die du gesehen hast, sind dem Zeugen zuzuschreiben. Das ist nur ein Bruchteil der Macht, die er jetzt besitzt. Mit Hilfe des gestohlenen Lichts hat er eine neue Armee geschaffen, die sich gegen die Armee des Reisenden stellt. Die Behüter der finalen Form. Das spielt keine Rolle. Die Koalition berät über eine Methode, um die Einflussnahme des Zeugen zu unterbinden. Keitel und Misrax haben dazu vielversprechende Theorien. Zuerst zerschlagen wir diesen verzweifelten Versuch, uns auszubremsen. Dann gehen wir wieder in den Angriff über. Lass dich nun von meiner Stimme leiten, wenn du den Zeugen und all seine Anhänger vernichtest. Geh, voller Hoffnung und Rache. Oh ja, Rache. So, das ist die nächste Kampagnenmission, das werden wir dann aber im nächsten Bit sehen. Ich guck mal nach, ob hier irgendwas ist noch, in der Poststelle vielleicht. Oh, da ist noch eine Waffe. Okay. Hätten wir vielleicht vorher rausziehen sollen. Hätte ich vielleicht noch ein höheres Power-Level gekriegt. Naja. So ein Pech aber auch. So, die Waffe werde ich jetzt trotzdem infundieren, auch wenn die vielleicht ganz gut sein könnte. Obwohl. Raketen tragen das Gehäuse. Nee. Ja, dann lass die doch mal. Ach so, okay, man kann die nicht aus der Sammlung ziehen, wegen Zufallsperks. Okay. So, dann lass ich das mal so, wie es ist. Ja. Dann muss ich gleich mal gucken, was ich sonst noch rausziehe oder wegmache. Ich will nochmal eine andere Waffe vielleicht mal hochziehen. Irgendwas, was vielleicht eventuell. Ach, keine Ahnung. Ich habe eh genug von den Dingern. So, ja, ist natürlich das Problematische. Bin ich jetzt wieder vollgepackt hier. Jetzt muss ich mal irgendwas gleich loswerden, in den Tresor packen. Naja, das kann ich ja separat machen. Wie schießt die Waffe denn? Kann ich irgendwo schießen? Warte mal, wie sieht jetzt die Map aus hier? Ist was vergrößert worden? Nee. Ist immer noch alles leer. Okay, kann man noch nicht alles gucken. Okay. So, ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Dann spielen wir hier die Mission. Warte mal, ich guck mal nach, wie die heißt. Exegese. Bin ich mal gespannt, was da kommt. So, bis zum nächsten Video.